So, nach dieser kurzen Pause geht es jetzt bei uns wieder weiter und wir begrüßen auf der Bühne den Musik- und Gesangverein St.Andrä-Wördern mit ihrem Dirigenten Hermann Gasser. Herzlich willkommen! Der Musikverein St.Andrä-Wördern tritt heute in der Stufe A an und wir hören als erstes das Pflichtstück Heartwaves von Paul Kusen und dann das Selbstwahlstück, den Marsch Nummer 2 von Josef Haydn. Gutes Gelingen und viel Erfolg!
Heartwaves, eine Komposition von Paul Kusen und eine Hommage an das menschliche Herz, einen unermüdlichen Muskel, welcher uns am Leben hält. Der Komponist wählte dazu ganz bewusst ein Tempo, was mit ca. 60 bis 70 Schlägen pro Minute dem Ruhepuls des Menschen entspricht und hat dies musikalisch, ich meine, sehr gut umgesetzt. Weiter geht es nun mit dem Selbstwahlstück, dem Marsch Nummer 2 von Josef Haydn. Josef Haydn, geboren in Rohrau in Niederösterreich, ist einer der wohl wichtigsten Vertreter der Wiener Klassik. Unzählige Symphonien und Musikstücke stammen aus seiner Feder. Wir hören nun, wie gesagt, den Marsch Nummer 2 als Selbstwahlstück des Musik- und Gesangvereines St.Andrä-Wördern. Abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen. Und so musste ich einfach original werden. Also er dürfte auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen gehabt haben, der Herr Heil, aber seine Stücke geben ihm ja allemal recht. Der Musik- und Gesangverein St.Andrä-Wördern wurde im Jahr 1908 gegründet. Wie schon erwähnt, steht er unter der musikalischen Leitung von Hermann und die Obfrau ist die Ingrid Walzer, heute am Schlagzeug. Herzlich willkommen. Thank you.
So, wie die Jury dann soweit ist, kommen wir zur Bewertung des Pflichtstückes Heartwaves von Paul Kusen. Stimmung und Intonation. Dreimal 8,5 Punkte. Ton- und Klangqualität 9, 9 und 8,5. Phrasierung und Artikulation 3x die 9. Spieltechnische Ausführung ebenfalls 3x 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 8,5, 8,5 und 9 Punkte. Tempo und Agogik 9,5, 9 und 9,5 Punkte. Dynamische Differenzierung 3x die 9. Klangausgleich und Registerbalance 8,5, 9 und 8,5 Punkte. Interpretation und Stilempfinden 9,5, 9 und 9,5. Und der musikalische Gesamteindruck 9,5, 9 und 9 Punkte. Es folgt die Bewertung des Selbstwahlstückes Marsch Nummer 2 von Josef Haydn. Stimmung und Intonation 8,5, 9 und 9 Punkte. Ton- und Klangqualität 9, 9 und 8,5 Punkte. Phrasierung und Artikulation 3x die 9. Spieltechnische Ausführung 9,5, 9 und 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 9, 9 und 8,5. Tempo und Agogik 10, 9 und 9 Punkte. Dynamische Differenzierung 9, 8,5 und 9 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance 8,5, 9 und 8,5. Interpretation und Stilempfinden 9,5, 9 und 9 Punkte. Und schließlich der musikalische Gesamteindruck 9,5, 9 und 9 Punkte. Das ergibt ein Endergebnis von 89,67 Punkten. Wir gratulieren.